Endlich selbstbewusst werden und das Selbstwertgefühl steigern. Wie das funktioniert, das klären wir in diesem Video. Hey ihr Fashion Boys und Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Hilf mir. Das Format, in dem ihr Fragen zum Thema Flirten und Liebe einreichen könnt. Es ist wieder Julius Award. Das ist eine tolle Sache, denn das ist ein Award für kleine YouTuber. Da ist der Chris diesmal nicht nominiert, weil da ist mein Kanal schon leider ein bisschen zu groß für. Aber ich bin trotzdem auf dem diesjährigen Julius Award in Essen und ihr könnt das auch. Ist richtig mit Gala und Aftershow Party und ja, da hat man die Möglichkeit dann auch mal ein bisschen sich in Ruhe zu unterhalten. Wenn ihr da Bock drauf habt, den Link zu den Tickets, den gibt es unten in der Beschreibung. Und wer sagt, oh, da möchte ich kein Geld für ausgeben, ich möchte den Chris aber trotzdem treffen, das geht an dem Tag auch. Denn der liebe Ben von den Jungsfragen veranstaltet an dem Tag ein Fan-Treffen und da bin ich auch mit dabei. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr einfach vorbei. Alle Infos gibt es bei Ben in seinem Video hier oben auschecken. Und damit kommen wir zur heutigen Zuschauerfrage und die kam von Mr. X und er schreibt Hashtag hilf mir Chris. Okay. Ich habe Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Kannst du mal bitte ein Video dazu machen? Ja, die Frage, wie stärke ich mein Selbstwertgefühl, wie stärke ich mein Selbstbewusstsein, die kam schon sehr häufig von euch. Deshalb wollen wir das heute endlich mal klären. Dazu blicken wir erstmal ein bisschen auf den Hintergrund. Warum hat man denn ein mangelhaftes Selbstwertgefühl? Ob du dich jetzt wie der Geilste fühlst oder wie ein Häufchen Elend, liegt immer an deinen Erfahrungen. Immer an dem, was du in deinem Leben erlebt hast. Niemand kommt auf die Welt und denkt direkt so, oh, yo, ich bin der Geilste. Das ist etwas, was an Erfahrungen liegt. Bedeutet aber auch, jeder von uns hat die Möglichkeit, genau das zu ändern. Nur weil du denkst, du wärst so und du hast kein gutes Selbstwertgefühl und du bist total schüchtern und traust dich nichts und dies und jenes, heißt das nicht, dass das für immer so bleiben muss. Du hast genauso die Möglichkeit, das zu ändern, wie jeder andere auf der Welt auch. Und der Chris hat das auch nicht anders gemacht. Auch ich war gerade früher in Schulzeiten nicht derjenige, der sich für den Tollsten gehalten hat und der das stärkste Selbstbewusstsein hatte. Ganz im Gegenteil, daran habe ich erst wirklich lange nach der Schule gearbeitet. Und ich möchte mir jetzt auch gar nicht hier irgendwie als das tolle Positivbeispiel oder so darstellen, sondern ich möchte dir damit einfach zeigen, ja, man kann das ändern. Und wie das geht, das klären wir jetzt. Denn hier sind drei Tipps, wie du dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Und beim Selbstwertgefühl geht es nicht darum, was andere von dir denken oder dass andere dich total toll halten oder so, sondern da geht es darum, was findet in deinem Kopf statt? Was denkst du über dich selbst? Und deshalb der erste Tipp, mach dir bewusst, was du für ein toller Mensch bist. Ja, das bist du tatsächlich. Und weil wir Menschen ja immer viel zu eitel sind und zu zurückhaltend und nicht dazu in der Lage, wirklich mal das Gute an uns selbst hervorzuheben, müssen wir genau das ändern. Eine Möglichkeit dafür sind zum Beispiel Glaubenssätze. Denn die formen das, was du über dich selbst denkst. Du hast ja jetzt gerade auch ein gewisses Bild von dir im Kopf und gewisse Glaubenssätze. Du denkst dir zum Beispiel, hey, das könnte ich niemals schaffen. Und wenn du das natürlich schon über dich denkst, ja, dann wirst du das natürlich auch niemals schaffen. Deshalb müssen wir genau das ändern. Du kannst dir dazu Glaubenssätze formulieren und aufschreiben, ja, zum Beispiel als Liste irgendwo an die Wand hängen oder du speicherst dir das einfach ins Handy als Word-Datei ab. Und dann formulierst du Sätze, wie du gerne wärst. Im besten Falle in der Ich-Form. Zum Beispiel, ich bin ein offener und kommunikativer Mensch. Oder ich probiere gerne Neues aus und wachse an jeder Erfahrung. Oder ich sage immer das, was ich denke, auch in Gruppen. Glaubenssätze kann ich dir nicht vorgeben, die musst du für dich selbst individuell formulieren. Und das klingt erstmal total bescheuert und man denkt sich so, oh ja, ich mache mich damit ja völlig zu Affen. Aber das kriegt ja gar keiner mit, weil das machst du ja für dich ganz alleine. Du machst dir damit bewusst, was du für ein toller Typ bist, du stärkst dein Mindset und du kreierst deine eigene Welt. Und noch besser, als sich diese Sätze einfach nur aufzuschreiben und hin und wieder mal durchzulesen, ist es, sich jeden Tag vor den Spiegel zu stellen und sich diese Sätze selbst ins Gesicht zu sagen. Es klingt bescheuert, aber probier's aus. Nummer 2, stärke dein Bewusstsein für deinen Körper. Denn darum geht's auch in dem Wort Selbstbewusstsein. Du machst dich deiner selbst bewusst. Denn unsere Fähigkeiten und unser Mindset ist natürlich immer auch von unserer Stimmung abhängig. Bist du gut drauf und hast du Spaß, hältst du dich natürlich auch für den Größten und für den Tollsten. Bist du scheiße drauf, bist du traurig, ja, dann hältst du dich natürlich auch ja, für ein kleines Häufchen Elend. Bedeutet, wenn du deinen Körper unter Kontrolle hast, dann hast du auch dein
Mindset unter Kontrolle. Also müssen wir Bewusstsein für unseren Körper schaffen. Das geht zum Beispiel durch Meditation oder durch Sport. Aber auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine aufrechte Haltung, können da schon förderlich sein. Du trittst ganz anders auf, wenn du so vor Menschen stehst, als wenn du so vor Menschen stehst. Und auch mal bereit bist, ein bisschen Raum einzunehmen, ja? So wie der Chris das manchmal auch macht, wenn er hier die ganze Zeit völlig bescheuert rumfuchtelt. Ganz so blöd muss es nicht aussehen. Oder eine Übung, die ich noch von vielen Sprechtrainings kenne, ja, weil der Chris, der kommt ursprünglich vom Radio, ist zum Beispiel einfach mal seinen Körper abzuklopfen. Auch das ist wieder völlig bescheuert, aber das sorgt dafür, dass du deinen Körper einfach besser spürst. Denn nur so kannst du auch dein volles Potenzial entfalten. Nummer 3. Verlasse deine Komfortzone. Ich predige das so häufig. Warum mache ich das? Weil genau das am meisten hilft. Und das sorgt nicht nur kurzfristig dafür, dass du dein Selbstwertgefühl steigerst, sondern auch wirklich nachhaltig. Stelle dich deinen Ängsten und probiere Neues aus. Sag nicht einfach, ach nee, das kann ich nicht und das traue ich mich nicht. Nein, wenn du das denkst, dann mach genau das. Diese schöne Schocktherapie, über die ich immer spreche. Denn dann lässt du nicht dein Leben durch gesellschaftliche Zwänge kontrollieren oder durch das, was andere über dich denken, sondern du kontrollierst dein Leben selber. Du machst einfach dein eigenes Ding und du lernst dich selbst kennen. Du lernst, zu was du überhaupt in der Lage bist, wo überhaupt deine Grenzen sind. Und damit sammelst du eine Menge Erfahrungen. Und glaube mir, das wären eine Menge verdammt positive Erfahrungen. Und durch diese neuen Erfahrungen wächst vor allem deine Persönlichkeit. Genau das ist Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst dich nicht entwickeln, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause hockst. Du musst über deinen eigenen Schatten springen. Du musst dich selber in den Arsch treten und wirklich neue Dinge ausprobieren. Denn damit meine ich nicht, dass du heute dein Brot mit Marmelade statt Nutella isst, sondern dass du wirklich etwas machst, was du noch nie vorher gemacht hast. Zum Beispiel ein Mädchen in der Öffentlichkeit anzusprechen. Ja, das hat schon einen Grund, warum ich das so häufig predige. Aber vielleicht habt ihr auch ganz andere Tipps, wie man sein Selbstwertgefühl steigern kann, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin auch immer gespannt auf neue Tipps und natürlich auf Feedback. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Und hier vorne, guck mal, da kannst du die weiteren Videos auschecken. Und hier unten, da kannst du meinen Kanal noch kostenlos abonnieren. Und du erfährst, wie du privat und anonym Hilfe bekommst. Das geht nämlich nur über diesen Weg. Leute, ich danke euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.